Hi Leute, ich bin's Albert von windowsarea.de und heute machen wir einen kleinen Kameravergleich zwischen drei aktuellen Smartphones, beziehungsweise zwei davon sind nicht mehr ganz so aktuell, und zwar das Lumia 950, Microsofts Flaggschiff-Smartphone. Man kann sagen, aktuelles Flaggschiff-Smartphone, man hat es nämlich nicht mehr abgelöst durch ein neueres, das Lumia 950 von Ende 2015, dann noch das HP Elite X3. HPs aktuelles Top-Windows-Phone und dann noch das Huawei P10 Plus, das wir über die letzten Wochen sehr ausführlich getestet haben. Ein aktuelles Android-Flaggschiff von Huawei und das hat eine sehr besondere Kamera, und zwar gibt es auf der Rückseite zwei 12-Megapixel-Kameras mit Leica-Linsen. Und da war ich einfach gespannt, wie das mittlerweile in die Jahre gekommene Lumia 950 sich ja mit heutigen Top-Android-Smartphones vergleichen lässt und ob es diesen Test noch besteht. Und wir schauen uns jetzt an, welches einfach hier die beste Kamera hat. Dafür habe ich mir ein kleines, ja, eigentlich ein großes Gerät vorbereitet. Hier ist der Dell XPS 27 All-in-One. Der hat ein 4K IPS-Display und darauf schaue ich mir die Bilder an, werde dann auch ein bisschen was dazu sagen und lasse euch dann entscheiden, welche die beste Kamera war. Und ich schaue mir die Bilder hier auf dem XPS 27 Display an. Das ist einerseits mit 4K recht hochauflösend und das andere ist, es unterstützt den Adobe RGB Farbraum zu 100%. Und daher ist es auch eine ziemlich gute Referenz für mich jetzt, da ich auch ein bisschen was über die Bilder sagen werde. Ich sage euch allerdings nicht, von welchem Smartphone hier welches Bild aufgenommen hat, werde die drei Geräte einfach als A, B und C Kamera bezeichnen. Und lasse euch am Ende des Videos dann einfach entscheiden, welches Bild oder welche Kamera für euch die beste war. So, dann fangen wir mal an. Hier ist ein Landschaftsfoto eigentlich. Man sieht hier noch den Stein von der Küste und die Stadt gegenüber. Hier ist das Meer und man sieht hier bei Kamera A jetzt eine sehr starke Körnung im Bild. Und auch relativ kalt ist das Bild. Das ist aufgenommen bei Dämmerung, leichter Dämmerung. Und ja, als erster Anhaltspunkt für euch diese Infos. Hier haben wir Kamera B. Da ist das Bild wesentlich heller. Der Bildausschnitt ist auch anders. Also hier sehen wir dann auch auf der anderen Seite die Stadt. Hier haben wir etwas weniger Körnung, muss man sagen. Dafür sieht man auch etwas die Nachschärfung der Kamera. Und dass hier die Bilder doch etwas verändert werden, vor allem hier bei den Wellen und bei den Lichtern der Stadt sieht man das ganz besonders. Und hier ist Kamera C. Hier ist wieder 16 zu 9 das Standardformat. Und was wir hier sehen, ist das Bild, dass das Bild generell etwas wärmer ist als bei den anderen beiden Kameras. Ansonsten hier auch eine relativ starke Körnung und das Bild ist auch relativ soft, muss man sagen. Also das sieht man hier vor allem bei den Kanten des Steins, dass das Bild ein bisschen weicher ist als bei den beiden vorherigen Kameras. So, dann kriegt ihr eine Gegenüberstellung. Hier habt ihr A, B und C nochmal in der Reihe die Bilder und ihr könnt euch selber entscheiden, welche Kamera für euch jetzt hier das beste Foto aufgenommen hat. So, dann schauen wir weiter. Hier sehen wir ein Porträt von mir. Das ist aufgenommen bei sehr starker Dämmerung, kann man schon sagen. Ich würde sagen etwa 19, 20 Uhr, Anfang April. Und das ist ohne Blitz in dem Fall und auch alles bei automatischen Einstellungen. Man sieht hier eine sehr starke Körnung einerseits beim Bild. Es ist wirklich weich, das Bild. Und das Motiv ist auch ziemlich schwer erkennbar. Hier ist das zweite Foto. Das ist doch ziemlich hell. Wieder das andere Seitenverhältnis. Die Schrift hier bei die Jack and Jones Schleichwerbung in dem Fall ist ziemlich scharf, also wirklich sehr scharf. Und ich bin ja relativ gelb im Gesicht. Das sieht man jetzt in dem Fall, aber der Weißabgleich würde ich sagen, passt grundsätzlich. Und im Hintergrund, man sieht auch eigentlich dann den gesamten Strand und auch den Hintergrund. Also das Bild sieht aus, als wäre es doch in ganz anderen Lichtverhältnissen aufgenommen als bei Kamera A. So, hier ist Foto C, Kamera C in dem Fall. Hier ist das Bild wieder etwas wärmer, was sich langsam schon abzeichnet bei dieser Kamera. Ich bin nicht mehr gelb, sondern fast rot im Vergleich zu Kamera B. Die Schrift ist etwas unscharf, das könnt ihr auch hier ganz gut erkennen, aber das Foto ist grundsätzlich heller als bei Kamera A. So, wieder für euch die Gegenüberstellung und ihr könnt entscheiden,
welches Bild für euch das Beste ist. So, das ist dasselbe Foto, nur mit Blitz in dem Fall. Das ist Kamera A. Meine Augen sind rot. Die Schrift ist ja relativ scharf, kann man sagen, aber man sieht, die weiße Schrift ist auch tatsächlich weiß. Und grundsätzlich kann ich euch jetzt hier sagen, die Farben sind relativ realistisch. Das ist auch tatsächlich meine Hautfarbe und der Blitz hat das auch relativ gut eingefangen. Hier ist Kamera B. Meine Haut ist doch ein bisschen heller. Hier sieht man auch, dass das Weiß relativ gut eingefangen ist. Hier hat sich eine zweite Person ins Foto eingeschlichen. Das Foto ist grundsätzlich heller. Die Körnung ist natürlich sehr stark, aber man sieht mich relativ gut, nur dass ich selber jetzt in dem Fall ein bisschen heller bin als bei Kamera A. Und hier ist Kamera C. Das Bild ist tatsächlich auch mit Blitz aufgenommen worden. Das sieht man auf jeden Fall hier unten im Bild auf dem Boden. Nur dass die Kamera auch, also Kamera C in dem Fall, auch wieder sehr warm ist. Und das sieht man besonders an meiner Hautfarbe, die wieder ein bisschen rötlich, ein bisschen gelber ist als jetzt bei Kamera A und B. Die Schrift ist jedenfalls scharf, aber das Bild ist, man muss es sagen, ziemlich soft. Da merkt man einfach, dass die Software ein bisschen auch mitgearbeitet hat, um dieses Bild, also um diesem Bild eigentlich die Körnung zu nehmen, die bei Kamera B sehr stark zu sehen ist und auch bei Kamera A. Also da merkt man einfach, dass die Software ein bisschen mitarbeitet. Wieder für euch die Gegenüberstellung zwischen den drei Fotos. Und wir schauen weiter. Hier ist ein Hotel, ein ziemlich schlecht beleuchtetes Hotel. Man sieht im Hintergrund ja ein bisschen einen Berg und im Vordergrund ein Trampolin. Es ist relativ spät am Abend eben. Die Verkehrsschilder könnt ihr ansehen und auch die Lichter und wie das Ganze eingefangen ist. So, Kamera B haben wir hier. Da ist das ganze Bild, also wieder ein anderer Bildausschnitt. Das ganze Bild ist viel roter, also rötlicher als bei Kamera A. Und auch hier könnt ihr wieder die Lichter und die Verkehrsschilder beachten, um euch einen Eindruck zu machen, wie das ganze Bild eigentlich aufgenommen ist. Aber ihr könnt auch zwischen A und B könnt ihr auf jeden Fall vergleichen, hier oben bei der Grand Hotel Palace Schrift, wie scharf die ist und dass hier die Auslösezeit vielleicht ein bisschen zu viel war für die Stabilisierung der Kamera. So, hier ist C. Das Foto ist ziemlich misslungen von der Kamera C. Da merkt man also hier ganz klar, dass die Kamera entweder nicht richtig fokussiert hat oder ein anderer Fehler vorgelegen ist. Die Schrift ist kaum erkennbar. Man kann es vielleicht gerade noch lesen, wenn man weiß, was da drauf steht. Die Verkehrsschilder sind fast nicht zu sehen und das ganze Bild hat auch einen ziemlich, ziemlich warmen und ziemlich gelben Stich. Wieder hier für euch die Gegenüberstellung des Bildausschnitts und da könnt ihr euch selber einen Eindruck davon machen. So, hier haben wir im Vordergrund ein Boot, im Hintergrund eine Steinwand und einen Spazierweg. Es war schon ziemlich dunkel, weil hier auch halt die Beleuchtung recht schlecht ist. Ihr seht vielleicht auf der anderen Seite, hier sind die Straßenlaternen etwa 20 Meter voneinander entfernt. Und hier seht ihr es auch in der Spiegelung im Wasser und beim Boot, dass hier keine allzu gute Beleuchtung herrscht. Das ist Kamera A, hier ist Kamera B. Hier sieht es aus, als wäre das Bild auch ja, beinahe bei Dämmerung aufgenommen, wobei es tatsächlich schon Nacht war. Die Schrift ist sehr gut erkennbar. Die Spiegelung des Boots sieht man schon hier im Wasser und nicht nur auch von der Lampe. Generell ist das Bild sehr weiß im Vergleich zu Bild A und die Schriften sind auch sehr gut erkennbar. Sogar der Hintergrund ist zu sehen. Also ein wirklich schönes Foto kann man sagen und wirklich gut aufgenommen. Hier ist Kamera C. Bildausschnitt ist wieder ein bisschen anders. Das Foto ist heller als bei A, aber dunkler als bei B. Und auch hier ist die Schrift hier auf der linken Seite relativ gut erkennbar, während es bei der rechten Seite doch etwas unschärfer wird. Und man kann sagen, also ich kann euch sagen, das Bild hier ist auch ziemlich realistisch, wobei Kamera A auch die Aufnahme ziemlich gut darstellt, wie es tatsächlich auch für unsere Augen zu sehen war. Wieder für euch die Gegenüberstellung und ihr könnt uns dann gerne sagen, auch in den Kommentaren, welches für euch das beste Bild ist.
So, hier haben wir Kamera A. Hier ist ein Panorama zu sehen. Im Hintergrund eine Stadt, im Vordergrund eine Statue. Dazwischen das Wasser vom Meer, oben ein Berg. Also ein schönes Bild, wie man es auch gerne auf Reisen wahrscheinlich aufnehmen würde. Und wenn man keine Kamera mit hat, dann muss eben das Handy herhalten. Und ja, eine starke Körnung und sehr dunkler Hintergrund. Die Stadt ist ja gerade noch zu erkennen, weil sie auch recht gut beleuchtet ist. Und die Statue, ja, sieht man auch gerade noch. Ihr könnt es vielleicht anhand der Taube, die die Statue in der Hand hat, erkennen, wie hell das Bild dann tatsächlich ist. Hier ist Kamera B, da sieht man die Taube gerade noch, bei Kamera A fast gar nicht. Und das Bild ist wesentlich heller, ist auch etwas weich gezeichnet hier im Vordergrund, vor allem bei den Steinen. Steine haben auch die Eigenschaft, dass sie relativ scharfe Kanten haben. Und hier ist es relativ, würde ich sagen, aufgeweicht, das Foto. Dafür haben wir hier beim Himmel eine leichte Körnung. Aber das Bild ist scharf, das sieht man vor allem beim Wasser. Und man erkennt auch die Stadt problemlos, man erkennt die Statue. Also ein schönes Foto kann man auch sagen. So, hier haben wir Kamera C. Und hier sieht es so aus, als hätte man beinahe einen Instagram-Filter drüber gelegt. Wenn ihr bei den Stories schaut, dann ist es praktisch genau derselbe Filter. Das liegt daran, dass links und rechts eine Laterne war. Und diese Beleuchtung war relativ gelb, also orange fast, kann man sagen. Und deswegen hat hier das Foto auf der rechten und linken Seite einen sehr starken Rotstich. Und grundsätzlich macht das eigentlich das Bild ziemlich kaputt. Natürlich kann man sagen, das ist atmosphärischer, aber man muss es auch so einfach sagen, mit den Augen hat man diesen Rotstich auf der rechten und linken Seite nicht gesehen. Also das hat die Kamera einfach mit der Linse hier aufgefangen. Und wieder für euch die Gegenüberstellung der drei Fotos. Und wir schauen weiter. Das ist ein ziemlich gutes Foto, um die Schärfe einerseits zu vergleichen und andererseits auch die Qualität in schlechtem Licht. Denn wir haben hier in der Mitte des Bildes praktisch einen Kirchturm und sehr viele Details bei den Gebäuden. Wir haben hier eine Ziegelwand. Bei der Kirche oder bei diesem Gebäude auf der rechten Seite ist eine Kirche. Auf der linken Seite haben wir Verzierungen an den Wänden, Fenster. Und bei der Kirche haben wir hier, wenn ich hier reinzoome, praktischerweise einen Uhrzeiger, so wie die Uhr eben. Und da können wir einfach auch die Schärfe eigentlich fast messen zwischen den einzelnen Kameras. Hier ist Kamera B. Da ist das Bild wesentlich heller. Man kann sagen, die Konturen sind schärfer. Wir sehen hier die Ziegelwand ziemlich genau. Das Licht ist ja sehr präsent in dem Foto. Und wenn man hier jetzt nur den Kirchturm betrachtet, wie vorher, da merkt man auch, dass hier einfach die Konturen sind besser, das Bild ist schärfer, die Aufnahme ist heller und das hat die Kamera auch alles wesentlich besser hingekriegt, muss man sagen, als bei Kamera A. Das ist jetzt B in dem Fall, falls ich es nicht schon gesagt habe. Hier merkt man auch, das Bild ist einerseits heller, andererseits schärfer und das ist, kann man sagen, einfach das bessere Foto. So, hier haben wir Kamera B. Da merkt man schon, man sieht halt die Konturen und die Details, dass sie vorhanden sind, aber man merkt vor allem bei den Rändern, dass hier wieder die Software ein bisschen mitgespielt hat, dass die hier sehr weich gemacht worden sind und dafür sieht man, da verliert man einfach auch ein paar Details. Hier beim Kreuz sieht man einen kleinen Bildfehler, das heißt, Violett gehört da gar nicht hin. Und auch hier beim Uhrzeiger hat man einfach schon erste Fehler von dem, wie eben die Bilder verarbeitet werden. Den Uhrzeiger sieht man noch, die Uhrzeit kann man noch erkennen, aber die einzelnen Zeichen, die römischen, die erkennt man einfach auf dem Bild nicht mehr. So, wieder für euch die Gegenüberstellung. In dem Fall habe ich mich dafür entschieden, dass ich einfach nur den Kirchturm herzeige in diesem kleinen Vergleich. Und ihr könnt entscheiden, ob für euch A, B oder C die beste Kamera bei dem Foto war. So, hier haben wir ein Schild, ein Hundeverbot und dahinter den Himmel. Hier möchte ich ganz klar dazu sagen, die Bilder sind vom gleichen Standpunkt aufgenommen. Wir haben uns nicht bewegt, haben auch den gleichen Winkel aufgenommen. Das heißt, wir haben nicht die Kamera gehoben oder gesenkt. Wir haben die Kamera einfach mit dem gleichen Winkel hingehalten und das Foto gemacht. Man merkt hier, das Verkehrsschild ist relativ dunkel. Weil auch die Beleuchtung recht schwach war.
Wir haben hier eine Laterne vielleicht ein paar Meter entfernt auf der linken Seite und auf der rechten genauso. Und die war auf jeden Fall nicht direkt vor dem Schild. Und man sieht hier auch den Mond, wie er ein bisschen durch die Wolken durchscheint. Alle Wolken sieht man nicht in dem Fall. Also man sieht vielleicht hier ein paar Wolken und hier hat man auch dann auch schon einzelne Bildfehler. Hier ist es zum Beispiel grün, das Bild, wenn man reinzoomt, hier direkt unter der Wolke, die noch erkennbar ist beim Mond. Und das ist ganz einfach von der Kamera falsch eingefangen worden. Aber man muss sagen, das sind sehr, sehr schlechte Lichtverhältnisse. Das ist hier wirklich sehr schlecht beleuchtet und der Mond ist auch nicht wirklich für seine Helligkeit bekannt. Und dann haben wir das Foto von Kamera B. Da sieht man aufgrund des größeren Bildausschnitts einfach schon die Küste auf der gegenüberliegenden Seite und den Mond, der sich da ein bisschen stärker hinter den Wolken versteckt hat. Man sieht alle Wolken, man sieht, dass das weiße Schild auch tatsächlich in weiß ist. Also das hat die Kamera in dem Fall besser aufgefangen. Natürlich gibt es hier eine starke Körnung, aber das Bild ist von der Qualität her, würde man sagen, auch sehr gut und hat dieses Motiv auch sehr gut eingefangen. So, hier ist Kamera C. Hier ist wieder dieser Stich von links und von rechts zu sehen von der Laterne. Hier ist auch das Verkehrsschild sehr orange, sehr rot. Den Mond sieht man ebenfalls und auch den Himmel etwas besser als bei Kamera A. Aber das Bild ist wesentlich dunkler, muss man sagen, als bei Kamera B. Wieder für euch die Gegenüberstellung. Und wir schauen direkt weiter und das hier ist unser letztes Foto. Das ist bei Tag aufgenommen. Das ist ein schönes Panoramabild, kann man sagen. Das Meer, hinten die Berge und vorne ein Haus, die Stadt und ein Gebüsch hier, beziehungsweise ein paar Bäume. Und anhand derer könnt ihr auch relativ gut die Qualität der Kamera, auch die Schärfe vor allem der Kamera testen. Hier haben wir ein gelbes Auto im Vordergrund, Dachziegel. Also ihr könnt euch vielleicht von den Farben her vorstellen, ein sehr schönes Bild eigentlich. Der Hafen, ein sehr blaues Meer bei der Kamera. Und wir schauen jetzt einfach weiter auf B, wo das Bild grundsätzlich wieder einen größeren Bildausschnitt hat. Aber was wir ganz klar erkennen zwischen A und B, das ist, dass das Meer hier einfach sehr viel blauer ist bei Kamera A und bei B, man würde sagen, eisiger. Und die Temperatur grundsätzlich ein bisschen kälter ist bei dem Foto. Hier ist Kamera C. Da ist die Temperatur etwas höher, kann man sagen. Vor allem am Gebüsch da vorne erkennt man das. An der Gelbheit des Autos, falls das ein Wort ist. Auch die Fassade ist etwas kräftiger von der Farbe her als bei Kamera B. Dafür ist das Meer im Gegensatz zu Kamera A auch sehr gut eingefangen. Also auch nicht tatsächlich so blau. So ist es einfach in Wahrheit nicht, auch wenn man es gerne sieht, so, so sieht das Meer einfach nicht aus. Das haben B und C am besten eingefangen und wieder die Gegenüberstellung für euch mit den drei Bildern. So, und das war auch unser letztes Vergleichsfoto und ich würde mich jetzt auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren einfach hinschreibt, welche Kamera für euch die beste war, A, B oder C. Vielleicht pausiert ihr das Video an der Stelle und schaut einfach mal nach unten in die Kommentare und schreibt es hin, postet es und dann seht ihr dann auch gleich die Auflösung. Und bevor ich das jetzt hier auflöse, welche Kamera das jetzt welches Foto aufgenommen hat, möchte ich sagen, nochmal, die Bilder sind möglichst objektiv aufgenommen worden. Das heißt, wir haben uns hingestellt, die Fotos gemacht mit realistischen, also kein Smartphone ist jetzt auf einem Stativ gewesen und mit manuellen Einstellungen oder was auch immer. Wir haben das einfach freihändig aufgenommen, versucht, möglichst den gleichen Winkel hier aufzunehmen bei den Fotos und haben einfach überhaupt nicht getrickst. Das liegt uns auch völlig fern und wir haben auch eigentlich nichts davon, wenn man ganz ehrlich ist. So, ich hoffe, ihr habt eure Kamera, die ihr als beste befunden habt, in die Kommentare gepostet und jetzt gibt es auch die Auflösung. Das Kamera A ist das Elite X3. Das hat die schwächsten Fotos bei Lowlight. Das hat man ganz klar gesehen. Das war einfach, da kommt das Smartphone einfach nicht mit den anderen beiden mit. Hier ist es bei Tag ein bisschen zu blau und ein bisschen zu blass, das Bild auch generell hier von den Farben hier vorne im Foto. Aber grundsätzlich für Alltagsfotografie reicht das Elite X3 aus. Es kommt aber in der Nacht ganz sicher nicht mit den anderen beiden Modellen mit. Da sind die, kann man sagen, auch meilenweit entfernt. Hier ist das Huawei P10 Plus. Das hier
macht bei Tagen ein bisschen kältere Bilder als das Lumia 950, das ja Kamera C war. Und Kamera B, also das Huawei P10 Plus, hat aber beide Smartphones bei Nacht einfach komplett abgehängt. Also das kann Microsoft hier auch nicht mehr aufholen. Da ist einfach die Technologie von Huawei mit den beiden Linsen, also mit den beiden Kameras, auch zu weit fortgeschritten. Und da hat, muss man sagen, Leica einen wirklich guten Job gemacht. Echtes Kompliment, dass hier bei Nacht die Bilder einfach so unglaublich hell werden. Und wenn wir schon bei unglaublich sind, wenn auch das Bild hier absolut das Schönste ist von allen drei, das kann man einfach, würde ich einfach sagen, ist meine Meinung, das hier ist das schönste Bild, wenn man sieht, wenn man jetzt auch nicht weiß, wie dunkel es tatsächlich war. Aber ich habe schon vorher, bevor ich mir das Video jetzt hier vorbereitet habe, habe ich mir angesehen, wann und zu welcher Uhrzeit das Foto aufgenommen wurde. Und das war Samstag, der 8. April um 20:45 Uhr. Und da erkennt man einfach, so hell ist es im April um 8:30 Uhr auf jeden Fall nicht. Das Elite X3 ist ein bisschen zu dunkel, hat auch hier wieder die Farbfehler, aber das Lumia 950 hat hier auch einen recht soliden Job gemacht. Und ich würde sagen, ein bisschen dunkler als das Lumia 950, so war es etwa an dem Tag, als wir das Foto aufgenommen haben, beziehungsweise in dieser Nacht. Und das Foto vom Huawei ist einfach wirklich viel zu hell, um realistisch zu sein. Aber man muss sagen, das zeigt einfach, wie viel Potenzial die Kamera hat, dass einfach die Bilder wesentlich heller sind als ja, beim Lumia 950 und beim HP Elite X3. Da ist es einfach vom Potenzial her meilenweit entfernt. Es schafft praktisch jedes Bild, also hier merkt man es am besten. Hier schafft es jedes Bild auch mit recht guten Farben. Also die Farbdarstellung hier ist, ich würde sagen, fast perfekt. Das Lumia ist hier zu weiß, obwohl es normalerweise einen sehr, sehr warmen Stich hat. Und das Elite X3 kommt hier auch mit den Details hier nicht mit. Bei dem Foto, muss ich sagen, hatte das Lumia 950 einen ziemlichen Ausfall. Das ist Bild C. Beim Bild A war das Elite X3, während es natürlich schwächer ist und nicht diese Kapazität hat von einem Lumia 950, auch von der Kamera her, hat es das eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Man merkt es vor allem bei den Uhrzeigern. Ich zeige jetzt wieder dann die Gegenüberstellung, die ihr vorher gesehen habt. Da hat es einfach meiner Meinung nach sogar das bessere Bild gemacht. Also Smartphone-Kameras sind heutzutage nicht so weit voneinander entfernt. Das Huawei P10 Plus, das zieht jetzt vor allem bei Nacht beiden Smartphones absolut davon. Man muss aber auch sagen, was bevorzugt man selbst? Ist es vielleicht der Realismus bei einem Foto, wo das Elite X3 auch bei sehr vielen Bildern auch recht weit vorne war? Muss ich sagen, hier zum Beispiel. Von der Qualität her ein wirklich schwaches Foto. Aber man merkt, die Schärfe von diesem Hotel Palace, dieser Schrift, ist wesentlich besser als bei beiden anderen Smartphones, weil die versuchen einfach hier ein enorm schönes, helles Bild hinzukriegen und das HP Elite X3, ja, macht einfach das Foto, schießt einfach ab und schaut einfach, wie das Bild dann eigentlich wird, ohne wirkliche Beachtung von wie das Bild vielleicht aussehen könnte. Da ist beim Huawei der Versuch, also der Reiz sehr groß, dass anscheinend die Software immer versucht, das meiste aus einem Bild rauszuholen bei den jeweiligen Lichtverhältnissen. Und dann kriegt man auch oftmals solche Fotos. Übrigens hatten alle Kameras nur eine Chance, und wenn sie es einmal nicht hinbekommen haben bei diesen Einstellungen, wie hier das Lumia 950, das einfach nicht korrekt fokussiert hat, dann war das eben so, und so fair muss man sein. Also hier bei dem Foto hat das Elite X3 einfach die beste Aufnahme gemacht. Das ist einfach bei den heutigen Kameras so. Mich hat überrascht, dass das Elite X3 so positiv abgeschnitten hat. Das Huawei P10 Plus ist für nächtliche Fotografie ansonsten großartig. Meilenweit entfernt wirklich von beiden anderen Smartphones, einfach von diesem Potenzial, das es hat, dass es diese Fotos einfach mit dieser unglaublichen Helligkeit aufnehmen kann. Aber es ist auch persönliche Präferenz, was man am Ende will. Ich würde mich freuen über eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.